Die Oma kauft heute Essen. Oh la la la. Das kann nicht wahr sein. Hört mal her. Wir fangen nochmal an, zweite Strophe. Wenn ich jetzt nochmal mitsinge, gebe ich euch allen Eis aus, okay? Oh. Oh. Neulich ist es echt teuer geworden. 500 Kinder und ich habe mitgesungen. Ich passe nur wirklich. Also, ihr schafft es alleine. Ich helfe nicht. Passt auf. Die Oma kauft heute Essen. Oh la la la. Wir werden's nie vergessen. Oh la la la. Es gibt Opas alten Schuh. Oh la la la. Und Drachenschwanz-Ragout. Oh la la la. Och, das macht ihr so gut, da schafft ihr es, den Refrain auch mitzusingen. Der besteht nur aus einem Wort und das Wort lautet... Oh la la la. Sagt mal, ihr seid genauso klug wie Pippi Langstrumpf. Seid ihr Hellseherin oder gar Hellseher? Kann das sein? Ihr habt recht, der Refrain besteht nur aus dem Wort oh la la la. Ich darf auch wieder mitsingen. Bitte singen und klatschen. Pass mal auf, der Refrain geht so und los geht's. Oh la la, oh la la, oh la la la. Nochmal. Oh la la, oh la la, oh la la la. Schwupp, schwuppi du, schwuppi di, schwuppi da, mal ist es weg. Schwuppi du, und dann wieder nass macht sie, schwuppi di, schwuppi du, schwuppi di. Huiuiuiuiui, das ist echt schlimm, das war letztes Jahr, das Fettschwuppi war immer stolz, das muss man kein Schanschrank, muss ich direkt für die Kanzel sehen, jetzt geht's los. Es macht zu, schwuppi du, schwuppi di, schwuppi da, wann ist es weg? Schwuppi du, und dann wieder nass macht sie, schwuppi di, schwuppi du, schwuppi di, dann ist vorbei. Das war echt schlimm. Das war echt schlimm. Das war echt. Da. 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 Das gibt's doch nicht. Das war echt. Bitte einen riesen Applaus für Schwuppidu. Applaus, bitte. Mama sagt, hey, isst doch mehr Spinat. Der ist wirklich gesund und schmeckt äußerst delikat. Der Papa sagt, probier doch mal den Fisch. Ach, der ist wirklich lecker und das Beste auf dem Tisch. Ich sag, ich will das alles, alles gern versuchen. Doch zuerst hätte ich gern ein Stück. Schlapp gedacht, da schocken wir euch nicht, die haben lauter gekichert, los geht's! Genau so war's und wisst ihr, was die frechen Mini-Gummizwerge noch gemacht haben? Sie nahmen ihre Finger wie Kneifzangen und kniffen mich immer die kleinen Zehen. Könnt ihr mal kichern und kneifen? Aber lauter kichern! Und viel schneller kneifen! Genau so war's trotzdem, weil ich so mutig bin, gehe ich nochmal 5 Schritte tiefer hinein in den Hexenwald. 1, 2, 3. Da kamen nach dem nun 10. Schritt Ehrenwort riesige Riesen auf mich zu. Die machten Folgendes. Die Riesen hoben ihre Arme in den Himmel. Die Riesen schwenkten ihre Arme hin und her. Und wisst ihr, was Riesen im Hexenwald sagen? Die können nur ein einziges Wort. Das lautet Bom, Bom, Bom. Kann ich euch mal Bommen hören? Ja. Bom, Bom, Bom. Und trotzdem, weil ich so mutig bin, ging ich ein letztes Mal 5 Schritte tiefer hinein in den Hexenwald. Ich wusste, Pippi ist an meiner Seite, mir kann nichts passieren. 1, 2, 3, 4. Da kamen nach dem nun letzten Schritt Geister auf mich zu. Was machen denn Geister wie Schwuppidu für ein Geräusch? Kann ich das mal hören? Und die Geister wechseln halt heute nicht nur, nein, sie nehmen ihre Finger noch nach vorne und flattern mit den Fingern. Das sieht das auch unheimlich aus. Wo sind die Geister? Sie können nur ein einziges Wort aussprechen, das lautet Bom, 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 Bom. Die Riesen zogen weiter und waren bald nicht mehr da. Doch Geister flogen um mich rum und machten und den Namen der Hexe. Die Hexe heißt... Ihr seid doch zu klein. Ja. Ihr wollt es versuchen? Ja! Ich brauche äußerst die Stille, denn auch ich habe viele Jahre vergeblich studiert, um den Namen aussprechen zu dürfen. Die Hexe, die wir nun rufen wollen, heißt... Ja.
Ihr seid einfach nur viel zu klein. Gut, ihr seid groß. Mindestens so groß wie Pippi Langstrumpf. Die Hexe heißt Pauli Quaul. Pauli Quaul. Eins, zwei, drei. Selbst meine Frau sagt hin und wieder, halt mal, jetzt geht's los. Ich drücke, pass auf, jetzt geht's los. Also in Köln haben sie letzte Woche geklatscht, sag mal. Aber ich denke auch, ihr habt recht, das ist auch mit der Kulturkunst, das ist Geschmackssache. Aber mit dem Klatschen, das ist gar nicht so verkehrt. Hört mal das nächste Lied an, hört mal, was die Hexe Pauli Quaul, Pippi Langstrumpf und ich euch erzählen und macht mal mit. Jetzt geht's los. Heute ist ein schöner Tag, ich habe gute Laune. Und weil ich gute Laune habe, klatsche ich vergnügt. Ich klatsche mal ganz leise, ganz leise. Jetzt klatsche ich mächtig laut, los geht's! Und wenn ich mal toller... Stopp, Mann! Jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle. Das hat mir Pippi Langstrumpf beigebracht. Man macht auch nur Quatsch. Hört mal her, klatscht mal nur, wenn ich dröte. Bitte nur klatschen, wenn die Dröte erklingt. Achtung! Eins wollte ich von euch sagen. Bitte nicht zu früh klatschen. Nicht zu früh. Das ist so eine Art Reaktionstest. Mal gucken, ob ihr gute Reaktionen habt. Pass auf! Wenn die Tröte verstummt, sollt ihr natürlich augenblicklich mit Klatschen aufhören und in der Bewegung versteinern, in der ihr euch gerade befindet. Hört mal her, wenn ich nicht mehr tröte, sollt ihr nicht einmal mehr Luft holen. Wenn die Tröte verstummt, sollt ihr auch nicht mehr mit den Augen zwinkern. Klick! Wer es jetzt noch schafft, das dümmste Gesicht dabei zu ziehen, der gewinnt. Meistens gewinne ich. Los geht's. Wir schütteln Arme und Hände nochmal aus. Bringst du schon mal in Klatschposition. Kloink. Und jetzt bitte nur klatschen, wenn ich tröte. Ansonsten werden wir versteinern. Los geht's. Jetzt würde ich mal so kurz, ihr werdet das gar nicht hören, ihr könnt auch nicht klatschen. Achtung! Habt ihr das gehört? Das war kurz! Nee, das war oh Gott, das kürzeste Tröten klingt so, vergesst mir das Klatschen nicht. Achtung! Liebe Eltern, ich habe noch 150 Tröten im Auto. Für 299 Euro das Stück mal. Und ich erzähle euch, was der Mond am Tag noch so macht. Alle Augen zu. Ich verrate euch, was der Mond macht. Am Tage natürlich, in der Nacht, ist klar. Da passt er auf uns auf. Schlaft ihr schon, liebe Leute? Was macht der Mond denn so am Tage? Na, keine Frage, er ruht sich aus. Geht in den Garten und zählt die Sterne. Das macht er gerne gleich hinter seinem Haus. Liebe Leute, alle mal aufwachen. Denn manchmal ist der Mond auch am Tag schrecklich langweilig. Da macht er ganz tolle Sachen. Und wenn ihr hört welche, macht sie mal mit. Passt mal auf, was der Mond so veranstaltet, wenn ihm langweilig ist. Und macht das mal mit. Jetzt geht's los. Aber ich bin gespannt. Ja, wenn ihm langweilig ist, dann hüpft er auf dem Fleck. Und das geht am besten im Stehen. Los geht's, alle mal eine Runde hüpfen. Hüpfen. Weiter geht's. Er holt einmal tief Luft und pustet alle Wolken weg. Kräftig pusten.
jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Hört mal, was er macht. Und macht mal mit. Er wackelt mit dem Bauch. Wackel, wackel, wackel.